Du wirst immerhin ziemlich weit reisen. Da solltest du nicht einfach wortlos verschwinden. Heute eigentlich vor, aber egal. Da bist du ja endlich. Maki war dein Name, nicht wahr? Woher kennst du jetzt schon wieder meinen Namen? Lass mich bitte einen Blick auf das Pokémon werfen, das du an dich genommen hast. Ja, bitte. Verstehe. Dieses Pokémon scheint hier ziemlich glücklich zu sein. Das freut mich. Ganz außergewöhnlich. Weißt du was? Ich schenke dir dieses Gelast einfach. Was? Das ist krass. Ja, okay, so oder so würde ich es mal einfach behalten. Nein, würde ich nicht haben. Nun. Da es nun dir gehört, kannst du ihm auch einen Spitznamen geben. Möchtest du das tun? Ja. Ich nenne ihn... Ich bin nicht so kreativ mit Namen Bob. Wenn ihr auch mal irgendwelche Namensvorschläge habt, dann schreibt sie auch mal gerne in die Kommentare. Ich bin nämlich nicht so kreativ. Ich nenne jetzt einfach mal Bob. Ja, Bob. Verstehe. Bist du mit diesem Spitznamen zufrieden, ne? Dein Freund Affe hat mir erzählt, was ich vorhin am See zugetragen habe. Ja, es war ein spannender Kampf. Ich habe Tackle Spam Dead heute eingesetzt. Dafür. Dass dein allererster Kampf war, sollst du dich sehr gut geschlagen haben. Halt. Pokémon Master, ja. Ich finde, das ist schon würdig, zum Champ gekürt zu werden. Zudem verspüre ich deutlich das Band, das zwischen dir und diesem Pokémon besteht. Auch wenn es noch nicht gefestigt ist. Ah, nee. Deshalb möchte ich dieses Gelast anvertrauen. Ja, danke, aber ich würde auch mal gerne Pokéball haben. Ja. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du so nett zu Pokémon bist. Ja. Wenn du das nicht wärst, darüber nachdenken. Ja, danke auch. Danke für das Gelast. Tschüss. Sorry, dass ich mal was trinken muss, aber ja, das ganze Gerede hier schlägt halt ganz schön auf die Stimme. Kommen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Was ist es? Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten lassen. Mein Name lautet Albert. Das weiß ich schon. Steht sogar oben drüber über der Textbox. Ich habe mein Leben der Pokémon-Studie, glaube ich, stand da. Keine Ahnung. Habe es nicht ganz lesen können. Wahrscheinlich dann auch gewidmet. Zunächst bräuchte ich Gewissheit darüber, welche Pokémon-Arten hier in Sinnoh leben. Jetzt kriege ich ein Pokédex. Zu diesem Zweck müssen wir mit Hilfe des Pokédex-Daten gesammelt werden. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Vielen Dank auch. Damit du für mich die Daten sämtlicher Pokémon in Sinnoh aufzeichnen kannst. Bist du damit einverstanden? Was jetzt? Ich kann hier stundenlang schweigend stehen, glaub mir. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ich frage dich also nochmal, Maki. Wärst du so gut, mir diesen Pokédex, den ich dir anvertrauen möchte, Daten über Pokémon in Sinnoh für mich zu sammeln? Hm.
Die Antwort gefällt mir. Mir aber nicht. Du erhältst den Pokédex, den ich jetzt wieder mal füllen soll. Ob wir es machen werden oder nicht, steht noch offen. Ja, will ich auch nicht beschließen. Dieser Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch die Daten aller Pokémon-Arten aufzeichnet, denen du begegnest. Deshalb werde ich dich bitten, jeden Winkel zu durchforsten, um alle Pokémon-Arten in dieser Region aufzuspüren. Ich würde es auch mal gerne fangen, deswegen brauche ich Pokébälle. Ich habe auch so einen Pokédex wie du. Du hast auch so einen. Wieso fühlst du ihn dann nicht? Sag mal, als du zusammen mit deinen Pokémon auf Route 201 unterwegs warst, wie hast du dich da gefühlt? Ich für meinen Teil habe zwar bereits 60 Jahre auf meine Buckel, doch in der Nähe von Pokémon bekomme ich immer noch Herzklopfen. Dein Ernst? Es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt, musst du wissen. Zum Beispiel Taubsi oder Evoli. Das bedeutet auch, dass unzählige aufregende Momente auf dich warten. Zum Beispiel gegen Glitzer zu kämpfen und die ganze Technik zu spammen. Doch nun ist es Zeit zum Aufbruch. Los, mach! Dies ist der Beginn deines großen Abenteuers. Mein erstes Pokémon war Plinfa. Freut mich. Willst du im Pokémon-Kampf? Ich kann nicht mit Blatt weg, Blatt machen. Haha! Wäre am See deine Wahl auf Plinfa gefallen, hätten wir nun beide das gleiche Pokémon. Hättest du die Last genommen. Aber das ist ja auch nicht weiter wichtig. Mein Name ist übrigens Luigi. Ich helfe dem Professor ebenfalls dabei, die Seiten des Pokédex aufzufüllen. Ja, und ich meine, du hast auch für mich. Du siehst, sind wir zwei uns auf gewisse Weise schon recht ähnlich. Beide haben blaue Haare. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich dir ein paar Schritte voraus bin. Das ist alles. Ja, du hast schon 8 Ohren. Ich freue mich schon darauf, dir das ein oder andere erklären zu können. Oh Gott, schon noch mehr rumgelabert. Wirklich schön, dich kennenzulernen. Maki. Ja, ich folge einfach mal Lucia dann, ne? Tschüss. Oh, nice. Dafür ist es. Mann, auf keine Pokébälle. Was ist denn das? Oh, gut, Maki. Da ich ja quasi deine Mentorin bin, erkläre ich dir nun ein paar Dinge. Ja, gut, drück mir einfach Pokébälle in die Hand, das reicht. Und ein bisschen Schutz. Also, das Eid. Schutz. Als deutlich erfahrenerer Pokémon-Trainer und Assistentin des Professors ist das geradezu meine Pflicht. Naja, hast du Pokémon-Schwert schon durchgespielt und bist Champ? Nee, dann komm mal mit. So, was sagst du jetzt zu mir? Das Gebäude kenn ich. Das Gebäude mit dem roten Dach ist ein Pokémon-Center. Hier kannst du die Pokémon heilen lassen, die im Kampf verletzt wurden. Die meisten Ortschaften verfügen über so ein Pokémon-Center. Das ist ein Geschäft, da kann ich mir den kaufen. Zum Gebäude mit dem blauen Dach handelt es sich um einen Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du allerlei Items kaufen und verkaufen. Als frisch gebackener Trainer wirst du hier noch nicht allzu viel kaufen können. Ich will endlich mal Pokébälle. Aber lass dich davon nicht entmutigen. Nee. Ach, da fällt mir was ein. Vergiss nicht, zu Hause Bescheid zu geben, dass du Professor Albe bei der Erstellung des Pokédex helfen wirst. Also darf ich jetzt wieder zurückrennen, ne? Du wirst immerhin ziemlich weit reisen. Da solltest du nicht einfach wortlos verschwinden. Hatte ja eigentlich vor, aber egal. Lass aber vorher noch dein Pokémon im Pokémon Center heilen. So reißt es sich nämlich um einiges.
sicherer. Oder ich hämme einfach die ganze Zeit den Fluchtbutton. Aber jetzt muss ich los. Ja, hau ab. Tschüss, 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 tschüss. Oh, endlich wieder frei. Danke. Du bist ein Gegengift. Ich will Pokébälle. Gegengift wurde verstaut. Sandgemme. So heißt es jetzt. Oh nein, ich will es mal. Meine Mons heilen. Im Pokémon Center. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir dein Pokémon wieder fit machen? Gerne. Okay, dann nehme ich dein Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Tut du das. Das Gelass wird sogar noch oben angezeigt. Vielen Dank für deine Geduld. Bitte beehre uns bald wieder. Haus wird behandelt. Wenn man rauskommt, kommt die Nachricht. Bitte komme bald wieder. Also, ich wäre dann schon ganz schön platt. Vielleicht bin ich zu Beginn. Oh nice, deswegen ist das da. Oh. Okay, man kann halt schon abkürzen. Und runter. Muss man aber nicht bei den ganzen Pokémon vorbeischauen und sich nicht davon ärgern lassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Zur Mom. Servus. Willkommen zurück. Geht es dir und deinem Pokémon gut? Ruh dich doch ein wenig aus. Wir sollten doch hier vorbeischauen. Was gibt's, Mann? Donnerwetter. Professor Eiber hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut. Ja. Dann mal viel Erfolg, mein Schatz. Ich unterstütze dich natürlich, Vorkorn. Na danke. Das ist nett. Oh, richtig. Ich hab da noch was für dich. Was du sicher gut gebrauchen kannst, Maki. Du erhältst Abenteuernotizen. Verstaust die Abenteuernotizen in der Basis-Item-Tasche. Wenn ich dich auf deinem Abenteuer etwas stutzig mache oder dir unverständlich scheint, dann sieh bei deinen Abenteuernotizen nach. Danke auch. Dort solltest du... Okay. Wie ich dich um deine Abenteuerreise beneide. Zudem hast du immer dein Pokémon zur Seite. Du musst dich nie einsam fühlen. Ja, bald habe ich noch mehr Pokémon, hoffentlich. Wenn ich endlich Pokébälle bekommen würde. Gut. Ach, wie gerne würde ich mit dir tauschen. Kann ich nicht einfach mitkommen? Haha! Witzig. Keine Sorge. Ich mache nur Spaß, Maki. Wirklich. Zieh du ruhig los und genieße dein Abenteuer. Ich halte hier so lange die Stellung. Danke auch. Ich werde so lange mal ein bisschen mit dem Pokédex was machen. So mal mäßig aus dem Fenster werfen. Wenn du neue Dinge lernst und aufregende Erfahrungen machst, dann freue ich mich natürlich auch darüber. Und schau doch ab und zu mal zu Hause vorbei. Ja, mache ich so in 20, 30 Jahren. Schließlich möchte ich ja auch all deine neuen Pokémon-Freunde kennenlernen. Abenteuer-Notizen, nice. Entschuldige die Störung. Lust. Aber steckt mein kleiner Affe zufällig hier? Oh nein. Oh nein. Tut mir leid. Mutter von Affe. Verstehe. Dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur?
keine Ahnung, auf dem Kopf stehen und lachen. Er rief nur, dass er auf ein Abenteuer gehen würde und weg war. Dieser Junge ist so stur und waghalsig. Darf ich mal weggehen, solange wie er da plaudert? Ich wollte ihm zumindest das hier auf den Weg geben. Kein Grund zur Sorge, Maki bringt das ihm sicherlich gerne. Was machst du denn noch nicht wahr, Maki? Oh, wirklich? Das würdest du für mich tun? Vielen Dank. Dann gib Affe bitte mal das hier von mir. Du erhältst das Paket. Oh! Ist da in die Pokebälle drin? Macht's gut und viel Spaß auf deinem Abenteuer, Maki. Lass mich rasch überlegen, wo er sein könnte. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Vielen Dank nochmals. Stimmt, würde ich sagen. Geht es mal? Okay. Nein. Warte mal, Maki. Du hast noch etwas Wichtiges vergessen. Pokebecher? Eine Heilung. Ich wusste doch, dass dir diese Mütze gut stehen würde. Ach, der hat mir die Mütze gegeben. Also dann, mach's gut. Ich kann mich jetzt endlich mal wieder frei bewegen. Dann würde ich sagen, wenn wir nächste Folge hoffentlich sehen, was in diesem Paket ist. Ich bin auch schon ganz gespannt. Wie gesagt, das ist alles blind. Und was uns noch alles so erwarten wird. Denn wir haben jetzt schon relativ lange hier Pokémon Strand der Diamant, Pokémon Leuchtende Perle, Lost, gezockt. Ja, die Folge ist schon vorbei. Denn damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr keinen weiteren Content mehr von uns verpassen wollt, auch gerne ein kostenloses Abo.